tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch den kleinen rosa Wackelpudding Ditto vor. Ditto ist ein Normal-Pokémon ohne Entwicklungen und hat somit eine Schwäche gegen Kampf und eine Immunität gegen Geistattacken. Diese sind jedoch eigentlich egal, da Ditto im Kampf sowieso nie in seiner normalen Gestalt kämpft. Dittos Basiswerte sind im Prinzip mehr als unterdurchschnittlich, dennoch ist es auch mit nur der Hälfte der verteilbaren EV ein situationsbedingt starkes Pokémon. Die EV verteilt man voll in die KP, während es vollkommen egal ist, wo die restlichen 256 Punkte verteilt werden, da diese sowieso nie zum Vorschein kommen. Das Wesen von Ditto ist ebenfalls egal, genauso wie seine DV-Werte, solange die KP auf 31 stehen. Der Grund dafür ist Dittos versteckte Fähigkeit Doppelgänger. Diese lässt ihn ohne eine Runde mit Wanda verschwenden zu müssen die Gestalt des gegnerischen Pokémon annehmen. Dabei kopiert er den Typ mit wenigen Ausnahmen, die Fähigkeit, alle gegnerischen Statuswerte sowie deren Veränderungen und alle Attacken. Lediglich der KP-Wert wird hier nicht kopiert, weswegen ihr auch hier alle EV verteilt, weil alle anderen Werte sowieso überschrieben werden. Da Ditto mit den kopierten Statuswerten genauso schnell wie sein Gegenüber ist, bietet sich der Walschall als Item an. Dieser erlaubt es ihm, seinen Gegner sicher zu überholen und das Ganze hängt nicht an einer 50% Chance. Mit dieser einzigartigen Fähigkeit hat Ditto im Kampf zwei Rollen. Zum einen kann er die Movesets der gegnerischen Pokémon scouten, um so die Strategie des Gegners zu durchschauen. Zum anderen ist er aber auch ein Konter gegen fast jeden Sweeper. Wichtig ist hierbei jedoch, dass ihr Ditto nur in den Kampf bringt, wenn euer Gegner gerade ein Pokémon von euch K.O. geschlagen hat. Schickt ihn rein, kopiert euren Gegner und versucht ihn umzuhauen. Der Walschall sorgt dafür, dass ihr schneller seid. Besonders gemein wird die Sache, wenn euer Gegner einen Setup-Sweeper hat, da Ditto auch die Statusveränderungen des Gegners kopiert. Witzigerweise ist es somit auch einer der stärksten Konter gegen einen Drachentanz-Mega-Rayquaza. Unter Umständen kann Ditto, wenn es einen Setup-Sweeper kopiert, sogar das gesamte gegnerische Team zerlegen. Auch gegnerische Staffette-Teams tun sich gegen Ditto extrem schwer. Ditto ist lediglich gegen defensive Teams relativ nutzlos, da diese weniger auf Attacken-Coverage, sondern mehr auf Support-Attacken ausgelegt sind und Ditto wegen dem Walschall hier nicht viel reißen kann. Teamoptionen für Ditto gibt es recht wenige, da Ditto in fast jedem Team irgendwie sinnvoll gespielt werden kann. Seine Nützlichkeit hängt auch viel eher vom Gegnerteam ab als vom eigenen. Da allerdings fast jedes Team mindestens einen Sweeper hat, sollte Ditto aber immer eine Möglichkeit finden, im Rampenlicht zu stehen. Verlasst euch nur nicht zu sehr auf Ditto allein und behaltet ihn lieber als Ass im Ärmel, wenn euer Gegner seinen gefährlichsten Sweeper rausholt. Wenn euer Gegner jedoch keinen Sweeper hat, dann nutzt ihn zum Scouten der Movesets und versucht aus Statusattacken wie Aromakur oder Vitalglocke einen Nutzen zu ziehen, da dein gegnerisches defensives Team immer versuchen wird, euer Team mit Statusattacken zu verkrüppeln und meist selbst einen Cleric dabei hat, welcher das eigene Team von Statusattacken befreit. Das war's jetzt aber erstmal von meinem Ditto. Jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.